Das ist zwar schon alt, aber ich find's einfach genial. Wo ist mein Koks? Ja! Wie geil dieser Schreiklang. Jetzt wird er gleich mit anfangen zu weinen. Alter, schau mal, wie viel Koks wir haben. Alter, pass auf, nichts verschütten, okay? Ja! Entschuldigung. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Leute, endlich ist es mal wieder soweit. Oh mein Gott, es wird Zeit, diese Box zu öffnen. Du bist ja am Arsch. Nee, natürlich sind in der Box eure Kommentare. Denn ihr habt mir mal wieder etliche Videovorschläge in die Kommentare geschrieben und ich habe diese sorgfältig durchgeschaut, wobei ich auch Dinge lesen musste wie... Ich kann Zio nicht ernst nehmen. Hä, warum das denn? Dennoch habe ich 10 Videos gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Und somit begrüße ich euch zur 4. Folge von Zio und das Internet. Yahoo! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und Zio schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird eine Gaudi, sag ich euch. Zio und das Internet. Das bin ich. So, wir fangen an mit einem noch recht ruhigen Video. Tolle Geschichte eines Eisbären, oder? War ein kleiner Eisbär, der wollte sterben und Aids und Krebs. Und der Eisbär ging auf die Wanderschaft und setzte sich auf einen Eisberg. Und auf dem Eisberg, da kam eine Bazooka und eine Atombombe! Ja, es ist doch eine ziemlich nette Geschichte, oder? Das Geile ist halt, dass er einfach nur improvisiert und nur dann anfängt zu ragen, wenn er halt mal verliert. Gewehr reimte und dann nahm das Gewehr und schoss den Bären über den Haar. Aber ich finde, das ist eine super coole Gute-Nacht-Geschichte. Das kann sich auf alle Fälle geben, oder? Wenn das sich auf Fernseher Gewehr reimte und dann nahm das Gewehr und schoss... Nice. Naja... Immer noch besser als ASMR. Hier der neue Trailer von Jurassic World. These creatures were here before us. Niemals im Kino. Oh, das ist schade. Ich hätte mir den Film schon angeschaut, auf alle Fälle. Alter, gib dir mal diesen geilen Kühlschrank. Alter, ich will auch so einen Kühlschrank, ey. Wenn ich da meinen mir so anschaue, dann wirkt er dagegen total traurig wie so ein Kühlschrank von einem Hartz-IV-Empfänger. Aber Hauptsache einen kaltgestellten Tequila. Andere YouTuber leisten sich hier Luxusurlaube, irgendwas mache ich falsch, kann es sein? Naja, ich denke halt mal, du machst keine guten Videos. Wow, wie geil ist das denn? Leute, bevor ich das abspiele, hier eine kurze Warnung, das ist echt ein super, super stranges Video. Keine Ahnung, das sah jetzt nicht so aus, als müsste er irgendwie mega die Schmerzen aushalten. Eigentlich finde ich sogar, er sieht nur ein bisschen verwirrt aus. Telefon! Dieser Wasserhahn ist von Geistern besessen. Oh, das Video ist sogar ein bisschen gruselig, weil der Wasserhahn macht wirklich total komische Geräusche. Ich habe echt wirklich keine Ahnung, was da in Rohan los ist. Okay. Ohne Scheiß wäre ich bei denen zu besuchen, die würden mich gar nicht vorwarnen. Ich würde mich so einscheißen vor Angst. Und ich glaube, das Video ist nicht mal gefaked, weil der Wasserstrahl verändert sich ja auch so dementsprechend. Sonst würde ich glauben, man hat einfach nur ein komisches Geräusch drunter gelegt. Beste Stelle. Danke für die Zeitangabe. Das Problem ist bloß, man muss das ganze Video gesehen haben, um diese kleine Stelle zu verstehen. Aber ich gebe euch einfach schnell eine Zusammenfassung von dem ganzen Video. Beim Elfmeterschießen bekommt der Torwart den Ball so heftig in die Fresse, dass er erst einmal nur Sterne sieht. Beim zweiten Schuss sieht sich anders aus und dieses Mal muss er sogar vom Platz gezogen werden. Beim dritten Schuss kaut er nur noch in der Ecke und will gar nicht mehr. Doch zack, da verbiegt sie ihm den Rüssel. Beim vierten wird er von seinen Kollegen auf den Stuhl gehockt, weil er einfach gar nicht mehr kann. Dennoch hält seine Birne den Ball. Schlussendlich krabbelt er vom Tor davon, er kann nicht mehr und dennoch. Oh. Tja, der Ball ist aber gehalten und somit ist das Spiel gewonnen. Das ist doch wirklich die schönste Geschichte aller Zeiten, oder? Zumindest eine bessere Geschichte als... Und dann nahm das Gewehr! Alter, Lachfleisch des Todes! So ein schönes Paar! Oh, ist der cool! Oh, da kam eine Bestätigungs-E-Mail für meine Bestellung! Alle Artikel deiner Bestellung im Line-Shop sind versandfertig und werden schnellstens verfickt. Cool, ich freue mich! Kauft ein Pulli! Oh, cool! Mein Pulli! Okay, vergesst es, das war die beste Geschichte aller Zeiten. Doch jetzt wird es wieder Zeit für Musik. Arschgeile Nummer, oder? Tilko, Tilko, Tilko! Stop! 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 Stop!
Danke. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen... einen fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Und schreibt mir jetzt weitere Videovorschläge in die Kommentare für die nächste Folge. Völlig egal, was für Videos, ob von irgendwelchen Memes oder von bekannten YouTubern. Hauptsache, kurze Ausschnitte brauche ich. Also bei langen Videos bitte eine Zeitangabe mit reintippen. Es kann was Lustiges, Interessantes oder sogar was Verblüffendes sein. Es ist wirklich vollkommen egal. Ich bin schon sehr gespannt, was da kommen wird. Entschuldigung. Oh, meine Augen. Nein, gut, dann. Dann kehr ich mal auf, oder? Ja. Und willst du mich unterstützen, dann lass jetzt ein Like bzw. ein Abo da. Ja, wir haben jetzt wirklich bald die 300.000, ist ja krass. Ab in den Endspurt, Leute, gebt nochmal alles, also Kanal weiterempfehlen, teilen und so weiter. Eventuell haben wir heute oder morgen sogar einen 300.000 Abonnenten-Stream. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle daran teilhaben könntet bei einem Stream, weil also ich bin schon mega aufgeregt deswegen. Klar, Abonnenten sind nicht so wichtig und ist auch vollkommen egal, wie viele man davon hat, weil es macht einen nicht zu einem besseren Menschen oder so. Aber ich denke schon, dass man sich über so kleine Meilensteine schon freuen darf und vor allem darf man sich mit seiner Community zusammen darüber freuen, so was total Schönes. Und wie sollte man mit so vielen Leuten am besten irgendwas reinfeiern als in einem Livestream? Das ist schon irgendwie die beste Lösung, finde ich. Ich behalte auf alle Fälle den Abostand mal im Auge, damit ich auf keinen Fall das verpasse, weil das wäre sonst ziemlich blöd. Würde ich sagen, sieht man sich wieder am Samstag zu einem neuen Video. Ups, falsche Endcut, jetzt kommt die richtige. Ich freue mich. Seo und das Internet. Das bin ich.